Aus Apostelgeschichte 27. Wir haben unsere Stunden heute begonnen mit einem Gebet, in dem wir auch an die Geschwister in der Ukraine gedacht haben. Als ich gerade losfuhr, da kam als letztes die Nachricht rein, dass Putin seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt hat. Diese Dinge, liebe Christen, liebe Geschwister, liebe Freunde, die gehen uns was an. Das ist nicht so, dass wir das ignorieren können. Manche glauben ja, unser Bürgertum ist in den Himmeln und da habe ich gar nichts mit zu tun. Aber das stimmt nicht. Der Herr Jesus warnt uns davor, so zu denken. Er richtet unsere Blicke auch auf die Umstände und sagt, beobachtet die Dinge, beobachtet den Feigenbaum, beobachtet das, was passiert, beobachtet die Wehen, die kommen werden. Und in denen befinden wir uns. Und wenn wir was wissen wollen über die Zukunft, weil wir vielleicht beunruhigt sind, und ich denke mal, wir sind alle beunruhigt, denn diesem Staatsherrn dort in Russland ist vieles zuzutrauen, dann können wir verschiedene Bücher aus Gottes Wort aufschlagen, um etwas zu erfahren. Den Propheten Daniel oder Matthäus 24, die große Endzeitrede des Herrn, in Auszügen wiederholt im Lukas-Evangelium. Wir können natürlich die Offenbarung aufschlagen. Aber bemerkenswert in Gottes Wort ist, dass er auf vielfache Weise die Prophetien versteckt hat. In der Offenbarung zum Beispiel würde man oberflächlich betrachtet gar nicht erwarten, dass die Geschichte der Christenheit in den Sendschreiben verankert ist. Von Anfang bis Ende. Nicht? Thyatira, die katholische Kirche, daraus entstand dann, als man dann den Götzendienst und die vielen Fehlverhalten sah, durch einen Martin Luther, die Reformation, dadurch entstand dann um 1830 herum die Bewegung, der auch wir heute angehören dürfen, die Brüder, die erkannt haben, dass noch ganz andere Dinge relevant sind, die Luther noch gar nicht wissen konnte. Und machen wir einen Fehler nicht, erheben wir uns nicht über Brüder, die vor vielen Jahren gelebt haben, weil sie über die Entrückung noch nicht so viel wussten. Über die Taufe vielleicht, über die Endgerichte vielleicht. Oder dass man sogar ein Antisemit war, wie Luther, weil das dem Zeitgeist entsprang. Das war falsch, ohne Zweifel. Aber seien wir vorsichtig mit Urteilen, weil Gott gibt der Erkenntnis und dem Aufdecken seines Wortes einen Zeitplan. Und Stück für Stück dürfen wir mehr erkennen, was sich dort auftut. Und wir haben natürlich heute nicht die Zeit dafür, vieles zu lesen, aber diese bekannte Sturmfahrt des Paulus, da haben wir uns auch früher schon mal mit beschäftigt, die gibt uns auch einen Aufschluss über den Ablauf der Ereignisse in der letzten Zeit. Und wir wollen nur wenige Verse lesen, um uns kurz anzusehen, ob wir irgendwas wiederfinden davon, was wir gerade erleben. Wir lesen Apostelgeschichte 27 ab Vers 8. Und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Zeit des Fastens schon vorüber war, ermahnte Paulus sie und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und mit großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen Kretas, der gegen Nordosten und gegen Südosten sieht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihren Vorsatz erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren dicht an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Wirbelsturm, Euroklidon genannt. Als aber das Schiff mitgerissen wurde und dem Wind nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Bis dahin wollen wir lesen. Wir können natürlich nicht die ganze Geschichte lesen, aber vielleicht gibt uns das schon einen kleinen Einblick darüber, was wir gerade erleben dürfen. Wir durften uns schon wiederholt daran erinnern, dass wir in einer Zeit leben,
wo wir eigentlich keine Angst haben müssen, sondern Gott dankbar sein können. Dankbar dafür, dass wir zu der Generation gehören, die diese Zeichen der Endzeit wirklich leibhaftig miterleben dürfen. Die sich unterscheiden von all dem, was in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Sie zeigen ganz klar, dass die Wehen, von denen der Herr Jesus spricht, zunehmen. Sie kommen in kürzeren Abständen und die Wehen kommen stärker. Die Corona-Krise war vielleicht ein Einläuten dieser Wehen, die wir erleben. Und was machen die Menschen? Sie wollen vor allen Dingen eines, liebe Geschwister. Sie wollen, dass sich an der Spaßgesellschaft nichts verändert. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und erinnern sich nicht mehr daran, warum leben wir eigentlich in einem solchen Wohlstand. Die großen Parteien in Deutschland mit dem C im Namen, die haben das einmal nicht ohne Grund gemacht. Da waren gottesfürchtige Männer dabei, die gesagt haben, wir sind jemandem verantwortlich. Darauf folgte das Wirtschaftswunder und wir dürfen dankbar für den unglaublichen Wohlstand sein, der aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges, den Kriegen und Kriegsgerüchten, von denen der Herr Jesus spricht, entstehen durfte. Und jetzt haben wir lange Frieden. Und jetzt haben wir seit 77 Jahren, ganz genau 76 Jahre, 292 Tage, Frieden in Europa. Und vorgestern hat sich das Ganze geändert. Und jetzt müssen wir befürchten, dass sich das ausweitet. Es kann auch sein, dass sich das wieder beruhigt. Erinnern wir uns immer an die Wehen, nicht? Das flackert auf bei einer Frau und dann wird das wieder stärker. Es beruhigt sich aber immer wieder. Als ich das erste Mal mit meiner Frau bei unserem ersten Kind ins Krankenhaus gefahren bin, da haben die Hebammen nur so abgewunken, nicht? Marieke, du kennst das sicher nicht. Wenn die ersten mit ihrem ersten Kind kommen, nee, ach, das ist ja noch gar nichts, die kommen ja erst alle Viertelstunde, die Wehen, nicht? Aber wenn die sich dann häufen, dann spürt man, dass es doch ernster wird und dass es kurz vor der Geburt ist. Und das ist das gerade, was jetzt passiert, dass die Wehen schneller kommen und dass sie heftiger ausschlagen. Also wir können auch dafür beten, dass sich das wieder beruhigt und wir noch eine Möglichkeit haben, das Wort Gottes zu predigen, nicht? In diesem Frieden wollen die Menschen, dass alles so bleibt, wie es ist, ohne nach Gott zu fragen. Morgen ist Rosenmontag. Da wird wieder ein großer Unmoral, Karneval gefeiert und man war nicht bereit, trotz des Krieges, auf diese Hurerei zu verzichten und Sauferei. Weil man so will, ich will, dass es so bleibt, wie es war. Und wissen wir, wo wir liegen, liebe Geschwister? Wir liegen in Vers 8, mit dem wir begonnen haben. Wir liegen in Schönhafen. Früher haben Brüder geglaubt, das sei ironisch gemeint, das sei gar kein schöner Hafen, weil er gar nicht zum Überwintern geeignet war, wie wir später lesen. Aber ich denke, dass wir das schon wörtlich nehmen dürfen. Ein ruhiger Hafen, in dem Gott noch einmal die Möglichkeit gibt, umzukehren. Und das haben wir jetzt 77 Jahre lang erlebt. Ein ruhiger Hafen, in den Gott hineingesprochen hat. Aber was die Menschen nicht wahrhaben wollen, sie wollen nicht hören. Sie kaufen und verkaufen, sie pflanzen, sie bauen, sie heiraten, sie verheiraten. Und wir sehen, wie sich die Endzeit abbildet, dadurch, dass wir digital erfasst werden sollen. Und wir sehen auch, wie die Gesellschaft sich jetzt spaltet, nicht? Wie eine neue Weltordnung angestrebt wird, wie das Völkermeer wogt. Jetzt sind jede Menge Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen angekommen, 150.000. Das ist das Wogen des Völkermeers, von dem der Herr Jesus in Matthäus 24 und in Lukas 21 gesprochen hat. Und wir sehen natürlich, dass der Mensch sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen will. Und das sehen wir hier in Schönhafen. Das war nicht geeignet nach deren Meinung. Und dann kommt ein Gläubiger und predigt Gericht. So dürfen wir Paulus hier sehen. Er sagt, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden enden wird. Und interessant ist für die Reihenfolge, nicht? Nicht nur für die Ladung, das ist den Menschen das Wichtigste, ne? Ihr Besitz, ihr Reichtum, ihr Geld, sondern auch für das Schiff. Darin bewegen sich alle Menschen in einem Land, aber auch für unser Leben. Und das ist das, was wir Gläubige predigen müssen. Die Gerichte Gottes kommen, die sind unausweichlich. Wir haben eine Hoffnung zu predigen. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Aber wir haben nicht
Frieden und Freude zu predigen. Dann wissen die Menschen ja gar nicht, wovor sie gerettet werden müssen. Und das tut Paulus hier im prophetischen Bild. Diese Fahrt wird mit Ungemach und großem Schaden vor sich gehen. Ich stelle immer mehr fest, dass man immer weniger dem glaubt, was man predigt. Und dass es auch immer mehr lächerlich gemacht wird. Ihr wisst, dass ich für eine Angelzeitschrift arbeite. Das ist ja eigentlich auch nur zur Entspannung, zur Freude, zur Freizeit. Und dass ich auch Angelköder vertreibe. Und da schrieb in der letzten Woche ein Redakteur für die gleiche Zeitschrift, für die ich arbeite, einen Bericht über einen Angelköder, der unter meinem Namen vertrieben wird. Der Herr sei gelobt, Matthias, der Matze hat wieder eine Offenbarung von oben bekommen für einen neuen Angelköder. Und da seht ihr, wie wir Christen noch gar nicht mehr ernst genommen werden. Das wird durch den Kakao gezogen. Kein Respekt mehr da. Die wissen ganz genau, dass ich das Gericht predige. Er hatte eine Offenbarung für einen neuen Angelköder. Und keiner sagt was dagegen in der Redaktion, nicht? Wird so veröffentlicht. Da seht ihr, wo der Respekt hin ist und was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Und das sehen wir im Folgevers. Der Hauptmann aber, in Vers 11, glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr. Wir können mahnen, wir können sehen, dass die Zeit unsicher ist. Vers 9, die Fahrt war schon unsicher. Ephisphales steht da im Griechischen. Das Wort Sphales, das heißt so viel wie schwanken, täuschen, Fehler, falsch. Das ist das, was diese Fahrt bedeutet. Wenn wir da jetzt losfahren, dann ist das unvorhersehbar. Luther übersetzt das mit gefährlich und Schlachter auch. Nicht zu Unrecht. Das ist eine gefährliche Fahrt, die da kommt. Das ist unsicher. Und in diesen unsicheren Zeiten leben wir nicht. Und dann spricht Paulus dieses Gericht in diese Zeit hinein. Macht keinen Fehler. Aber wem glaubt man? Dem Kybernetes, dem Kapitän. Hier steht Steuermann und das ist auch richtig so. Aber wir kennen heute diese Abstufungen. Kapitän, Navigator, Steuermann, das gab es damals nicht. Der Kapitän galt als der Steuermann des Schiffes. Der Kybernetes, wie es im Griechischen heißt, ist der Kapitän. Und das ist ein Bild für Regierungsoberhäupter, die uns lenken, die Richtung vorgeben. Und denen glaubt man natürlich mehr, als wenn jemand das Wort Gottes predigt. Und dann ist das sogar der Schiffsherr. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass der mitfährt. Das war sicher ungewöhnlich, dass der Schiffseigner auf dem Schiff war, nicht? Der wollte halt auch irgendwo hin offensichtlich. Vielleicht wollte er auch mit Stolz sehen, wie sein Schiff funktioniert. Ich weiß es nicht, aber er war an Bord. Und der ist ein Bild für die NGOs, sagen wir heute, nicht? Nichtregierungsorganisationen. Die reichsten Männer der Welt, die mittlerweile so viel Einfluss haben, dass sie vergleichbar sind mit den 10 Königen in der Offenbarung, die noch kein Königreich empfangen haben. Das sind Männer, die haben keine Regierungsgewalt, aber sie spielen später dem Tier zu. Und die bilden sich jetzt schon ab. Reiche Männer. Wisst ihr ja nicht, wie reich die sind. Seht ihr, gläubige, reiche Männer, die suchst du ja heute wie eine Nadel im Heuhaufen, nicht? Früher gab es da mehr von. Reiche Männer, die aber gläubig waren, nicht? Abraham war reich. Hiob war reich. Die reichsten Männer ihrer Zeit. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was heute passiert. Stellt euch mal vor, ihr würdet jeden Tag 25.000 Euro verdienen. Jeden Tag. Das wären im Jahr ungefähr 10 Millionen. Und das jeden Tag, das ganze Jahr und seit Christi Geburt, ihr würdet seit Christi Geburt jeden Tag 25.000 Euro verdienen, dann hättet ihr doch immer nicht so viel wie der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos. Könnt ihr euch das vorstellen? Das macht so ein bisschen deutlich, was für eine Unmenge an Geld die haben. 200 Milliarden Dollar. Und die haben natürlich entsprechend Macht und werden dem Tier zuspielen. Die können jetzt schon bestimmen, wie Kriege geführt werden. Da werden Staatsleute gelenkt und das ist hier der Schiffseigner, der Schiffsherr. Dem wird natürlich mehr geglaubt, als wenn jemand predigt, ihr müsst gerettet werden vor den kommenden Gerichten. Man glaubt ihnen mehr. Und dann passiert Folgendes, dann glaubt man plötzlich
Der Hafen, der ist zum Überwintern ungeeignet. Das passt nicht. Wir müssen woanders hin. Wir nehmen die Sache in die eigene Hand. Wir werden jetzt unten an Kreta entlangfahren. Das war nicht besonders gefährlich. Kreta ist ungefähr so 250 Kilometer breit. Unten dran lang an der Südseite. Und als ein Südwind sanft wehte, da ließen sie sich damit treiben. Und das ist das, was die Menschen heute auch tun. Sobald sich ein positives Zeichen abzeichnet in der Politik, dann lassen sich alle mittreiben. Wisst ihr, wie gefährlich das für uns Gläubige ist? Dass man sich einfach so mittreiben lässt und sagt, die Regierung meint es gut mit uns. Wir müssen das prüfen, ob das gottlose Menschen sind, die das tun, oder ob da noch Gottesfürchtige dabei sind. Mit dem Südwind lichteten sie ihre Anker. Und wohin wollen sie? Vers 12 in der Mitte, nach Phönix. Phönix heißt Palme, Dattelpalme. Und die Palme, die wird oftmals in der Bibel benutzt als Zeichen der Ehre des Königs und des Sieges. Salomo hatte ganz viele Palmen auch an seinen Häusern. Palmen wurden ausgestreut, als der Herr Jesus in die Stadt hineinkam, als sie ihn als König begrüßten. 3 Tage später haben sie ihn gekreuzigt, nicht? Da sieht man auch, wie die Menschheit so schwankt, nicht? Das sah man damals schon, mal so, mal so. Und diese Palmen sind ein Bild des Sieges. Palmen. Die Palmenstadt Jericho hielt sich für uneinnehmbar mit der Mauer, nicht? Bis Gott die Mauer fallen ließ. Und da will man hin, zum Sieg. Wir wollen zum Sieg, und zwar selber. Wir fahren nach Phönix, da überwintern wir. Wo glauben wir zu siegen? Wir glauben doch, wir können uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, oder? Wir wollen nicht, dass sich was verändert. Wir wollen die Spaßgesellschaft weiterleben. Wir wollen nicht in schlimme Zeiten kommen. Das ist das, was die Menschen nicht wollen. Sie ziehen sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf oder sie versuchen es nicht. Schlag mal auf, diesen Vers, wir haben nicht viel Zeit, aber diesen Vers wollen wir mal lesen. Jeremia 46, da steht ein bemerkenswerter Vers, der genau in unsere Corona-Zeit hineinpasst. Denn wir glauben wirklich, alles lösen zu können. Und das ging Ägypten genauso. Ägypten war eine Hochkultur. Ägypten glaubte, wir können alles. Den größten Wahn sieht man in den Grabstätten der Pharaonen, die wir noch heute sehen können, nicht? Archäologen haben herausgefunden, dass diese Pyramiden mit weißem Marmor verkleidet waren früher. Wisst ihr, wie das ausgesehen haben muss? Das konntest du wahrscheinlich auf 100 Kilometer Entfernung noch glänzen sehen in der Wüste. In Stein gehauener Größenwahn, für den wahrscheinlich tausende Sklaven gestorben sind. Und hier spricht Jeremia über Ägypten. Jeremia 46 in Vers 2 steht das, über Ägypten. Vers 11 in der Mitte. Vergeblich häufst du die Heilmittel. Da ist kein Pflaster für dich. Das ist das, was Gott sagt. Häuf dir ruhig Heilmittel an. Du kannst Impfstoffe kaufen, bis du nicht mehr kannst. Ich habe die Dinge in der Hand, sagt Gott. Interessant, dass er zum Volk Israel sagt, ich werde keine der Plagen Ägyptens oder Krankheiten Ägyptens auf euch legen, wenn ihr mir vertraut. Und dann sehen sie sich nach Ägypten zurück, nicht? Da, wo die Seuchen waren, nicht? Die kannten viele Seuchen, die Ägypter. Dahin wollten sie zurück. Die haben Heilmittel aufgehäuft. Und Gott sagt, die Krankheiten Ägyptens werde ich nicht auf dich legen. Das ist die reine Ironie, nicht? Keine Krankheiten. Und Ägypten glaubte, sich selber retten zu können. Wisst ihr, wie viel unser Gesundheitsminister gerade an Impfstoff bestellt hat? Bei BioNTech Pfizer. 700 Millionen Dosen will er jedes Jahr abnehmen. Das ist medizinischer Größenwahn, ist das. Das wird uns aber ja nicht retten. Häufe deine Heilmittel ruhig an. Ich habe die Dinge im Griff, sagt Gott. Versteht mich richtig, nicht? Es ist nichts gegen medizinischen Fortschritt einzuwenden. Wir dürfen auch für Behandlungen dankbar sein. Aber wir sehen diese Verhältnismäßigkeiten. Häuf ruhig deine Heilmittel, aber ich habe die Dinge in der Hand. Und so wollen diese Männer hier in Apostelgeschichte 27 nach Phönix kommen. Sie wollten lieber auf den Kybernetis, den Kapitän, und auf den Naukleros, den Schiffsherrn, hören, als auf die Worte Gottes, die Paulus sprach. Diese Fahrt endet mit Gericht. Es ist eine Warnung vor dem Gericht. Und jetzt versuchen sie, nach Phönix zu kommen.
Ein Südwind. Er weht sanft. Wie kann uns das doch täuschen, nicht? Dass man glaubt, man hätte sein Ziel erreicht, nicht? Man hat sein Ziel erreicht. Kaum glaubt man, die Corona-Krise ein wenig im Griff zu haben, was von den Zahlen her eigentlich gar nicht stimmt, da bricht ein Krieg aus in Europa. Erstmals seit 77 Jahren. Da sieht man in aller Deutlichkeit, dass wir es nicht in der Hand haben. Und dass die Regierenden, die nicht nach Gott fragen, es nicht in der Hand haben. Da kann der Südwind noch so sanft wehen. Sie meinten, ihren Vorsatz erreicht zu haben. Nein, sie haben es nicht erreicht. Dieses Wort Euroklidon oder Eurakilon, wie es in den neueren Übersetzungen heißt, das ist ein zusammengesetztes Wort und gut ein Schelm, der dabei an Europa denkt. Ich weiß nicht, ob wir das machen dürfen, aber ich denke schon, dass der Heilige Geist auch darauf seine Hand gehabt hat, dass das früher immer Euro hieß, Euroklidon. Das bedeutet so viel wie Nordostwind. Luther übersetzt das mit Worten, die so ein bisschen altbacken klingen, nicht? Und es erhob sich eine Windsbraut mit Namen Nordost. Wenn man mal in die neueren Erklärungen guckt, dann sieht man oftmals, dass da Südost steht oder Südwest. Aber ich glaube, dass Luther, darum habe ich auch einleitend gesagt, erheben wir uns nicht über diesen Mann, der damals ein Mann Gottes war. Ihr müsst euch mal allein mal vorstellen, wie der die Bibel übersetzt hat, nicht? Das war keine Computertipperei, nicht? Da konntest du auch keine Sprachbefehle eingeben. Der hat immer wieder seine Feder in die Tinte getunkt und hat geschrieben und hat die Bibel so schnell übersetzt, das kannst du in der Zeit fast nicht lesen. In der Zeit schafft das kaum jemand, die Bibel zu lesen. Das war wirklich ein ganz großer Segen Gottes. Und er hatte ein Gespür für diese alten Sprachen. Ich habe ein paar andere alte Übersetzungen noch herausgenommen, auch von anderen Übersetzern. Und die sagen alle, das ist ein Nordostwind. Und das macht auch geografisch Sinn. Weil dann wurden sie nämlich von Kreta weggedrückt. Sie wollten ja nur unten unter Kreta entlangfahren mit dem sanften Südwind. Und wollten in den nächsten Hafen nach Phönix. Und dann werden sie von diesem starken Nordost, der schräg von oben kam, von Kreta weggedrückt Richtung afrikanische Küste, die so ungefähr 800 Kilometer entfernt lag. So schnell und so weit, dass sie Angst hatten, in die Syrte verschlagen zu werden. Wir kennen diese Verse, die später noch kommen. Ich muss mich kurz fassen, ich sehe, die Zeit ist schon fast wieder um. Das heißt, wir ließen uns trieben. Das ist noch ganz wichtig in Vers 15, dass wir uns das nochmal ansehen. Aber als das Schiff mitgerissen wurde und wir dem Wind nicht widerstehen konnten, da gaben wir auf und ließen uns treiben. Was ist der Wind? Wir haben es in den letzten Wochen schon so oft gesagt und gehört. Pneuma, das ist ein Bild des Geistes, das ist ein Bild dessen, dass Gott die Dinge in der Hand hat. Hier ist nicht der Heilige Geist gemeint, nicht hier ist aber der Wind gemeint, aber Gott hat die Dinge in der Hand. Das ist hier gemeint. Und dann bleibt ihnen am Ende nichts anderes übrig, als sich treiben zu lassen. Sie konnten dem Wind nicht widerstehen. Die Schiffe damals waren noch nicht dafür geeignet, zu kreuzen gegen den Wind, also ließen sie sich einfach treiben. Dieser starke Nordostwind, der kommt nach Schönhafen, nach der ruhigen Zeit, da bricht der Sturm los. Und der starke Nordostwind, ich will jetzt nicht zu weit gehen mit der Auslegung, nicht, der kommt aus Nordost. Wenn wir Europa angucken, nicht, das erstandene Römische Reich, von dem in der Offenbarung die Rede ist, dann ist im Nordosten Russland, nicht? Von da kommt der Sturm im Bild, nicht? Beten wir, dass es noch nicht so weit ist. Aber das ist eigentlich das, was hier steht, nicht? Dieser Südwind, der wird euch nicht helfen. Ich schicke einen Nordostwind und der wird euch mitreißen und ihr habt keine Chance mehr. Man könnte noch sehr, sehr viele Dinge sagen zu dieser wunderschönen Geschichte hier, als sie Angst bekommen, in die Syrte verschlagen zu werden. Wir können was zu den vier Ankern sagen. Vieles davon habt ihr sicher auch schon gehört. Aber ich wollte eine Anwendung auf unsere Zeit machen, dass die Zeit von Schönhafen möglicherweise vorbei ist. Und dass erstmals nach dieser langen, langen Phase des Friedens und der Ruhe Unruhe droht. Und darum sollten wir den Menschen sagen, dass die Gerichte Gottes kommen, aber wir wollen natürlich nicht Angst machen, sondern wir wollen Hoffnung machen. Wir wollen sagen, dass es diese ausgestreckte Hand Gottes gibt, die sagt, schlag doch ein und du musst vor nichts mehr Angst haben, nicht?
Der Paulus, der wird dann später hier noch an Bord zu einem Ruhepol, als sie völlig verzweifelt sind und einfach aufsteht und für das Brot dankt und vor den Menschen beginnt zu essen, wir können es nicht mehr lesen, ja, und dann auch den Mut vermittelt, ich danke für das, was ich habe, nicht dem Schiffsherrn und nicht dem Kapitän, sondern dem lebendigen Gott. Und dann sind sie plötzlich guten Mutes. Es geht ihnen allen besser und sie essen. Und Gott hat tatsächlich dem Paulus alle geschenkt, die in diesem Schiff gefahren sind. Und wir lesen einen letzten Abschnitt zum Abschluss als Ermutigung für uns alle, die wir mit in die Woche nehmen wollen. Kapitel 28, Vers 3. Als aber Paulus eine Menge Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, den Dike, obwohl er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Er nun schüttelte das Tier ins Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen würde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Dieser letzte Abschnitt, der sagt uns in aller Deutlichkeit, dass Gott seine Gemeinde durch die Zeit hindurchträgt. Bis zur Entrückung, bevor die wirkliche Drangsal der 7 Jahre beginnt, haben wir die Wehen zu ertragen, aber Gott trägt seine Gemeinde durch. Sie wird gebissen von der Schlange. Sind wir in der Corona-Zeit gebissen worden? Haben sich Spaltungen gebildet zwischen solchen und solchen? Haben sich Spaltungen gebildet im Blick auf menschliche Dinge? Das darf gar nicht passieren, nicht? Und wenn die Schlange ihn beißt, dann ist eines sicher. Diese Zusage macht Gott. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist das, was der Herr Jesus zu Petrus sagt in Bezug auf die Versammlung. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und was passiert hier, als Paulus von der Schlange gebissen wird? Ja, nix. Die hängt da dran, das tat sich ja weh. Aber die Gemeinde Gottes, die schüttelt diese Schlange einfach ab. Sie fällt ins Feuer und nichts passiert ihm. Da kann die Welt auch ruhig stehen und warten, dass die Gemeinde stirbt. Ich las kürzlich von jemandem den Satz, der schrieb, das Land hier ist noch viel zu christlich. Wir müssen endlich die Abtreibung bis zum 9. Monat erlauben. Dieses Land ist noch viel zu christlich. Eine wörtliche Aussage. Und an diesen Dingen sehen wir, wie gottlos wir werden, nicht? Und da kann die Welt ruhig stehen und warten, bis die Gemeinde stirbt, nicht? Sie warteten lange, dass er aufschäumen würde oder hinfällt, tot. Aber das passiert nicht. Gott hat seine Hand darauf. Und er achtet darauf, dass dem Paulus nichts passiert. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Dass diese Schlange uns nichts anhaben kann. Diese Schlange, die hat gegen die Versammlung keine Chance, weil der Herr sie am Kreuz besiegt hat.